Hallo und willkommen zurück zu Simotrans. Wir haben zuletzt die Buslinien optimiert und auch die Orte, in denen diese Buslinien verkehren. Da machen wir jetzt weiter, denn wir haben noch nicht alle Buslinien optimiert. Wir haben hier oben die bis da. Und das werden wir jetzt in einem Moment. Ja, ich sage mal, welche wir schon gemacht haben. Die haben wir alle schon optimiert. Und runter kommen dann die Züge. Also wir werden jetzt mal weitermachen mit den Linien. Gehen wir mal zuerst zu Geithain Bahnhof Vorstadt Süd. Die einstelligen mal zuerst. So. Dann sind wir allein schon bei der Linie hier. Ah, Moment, da haben wir schon dran rumgewerkelt. Sora-Bus ist doch der neue. Dann müssen wir mal die Linie umbenennen. So. Aber ich glaube, da könnte man auch schon eventuell noch das eine oder andere Fahrzeug gebrauchen in Bus-Geithain Bahnhof Vorstadt Süd. Also fährt die gleiche Richtung, aber nur über einen anderen Ort. Wo haben wir das Depot? Gucken wir mal. Geithain Depot. Ach ja, da vorne. Den kaufen wir. Bus Geithain Süd. Zuweisen und starten. So, dann schauen wir uns den nächsten an. Willich Ort bis Bahnhof. Bis zum Bahnhof. Okay, den mustern wir auf jeden Fall mal aus. Wo ging's gleich nochmal? Ich glaube bei Details. Ausmustern. Willich Ort bis Bahnhof. Okay. Schauen wir uns die Linie nochmal eben an. Linie ändern. Moment, er fährt Willich Ort bis Bahnhof. So. Bahnhof, 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 der ist da. Wir fahren los. Ja, die löschen wir mal alle hier. Ich ändere das Ganze mal. Glaube, die könnte man mal anpassen. So, und dann einfügen, genau. Fahren wir los. Hier, dann dahin. Ja, Moment, das löschen wir nochmal. Also, wir haben auf jeden Fall schon eine Linie bei Willich. Gucken wir mal kurz hier rein. Achso, das ist ja. Ja, Moment, Linienfilter. Bus Langen Willich. Langen Bahnhof, dann fährt er bis Willich Zentrum. Der fährt dann alles ab. Den will ich, glaube ich. So, dann machen wir die Linie Bahnhof. Wir machen hier mal, wir machen hier so eine Querung. Wo ist die Haltestelle beim Bahnhof? Das ist schwierig. Müssen wir mal eben die Karte drehen. Am Bahnhof selbst ist keine Haltestelle, kann das sein? Ich, doch, da. Gut versteckt war die. So, wir fahren darüber, dann darüber, dann darüber und darüber. Okay, die heißt dann aber zentral, ja. Zentral bis Zentrum, na super. So, Bus Willich. Willich, Willich, Willich. Willich. War was da? So. Zentral bis Zentrum. Bis Zentrum via Bahnhof. So, okay. Hier habe ich auch ein Depot gesehen, da war es nämlich. Und
Der nimmt die genau zureisen und starten. Nächste Linie. Bad Buchau, Zoo bis Bahnhof. Ah, na gut. Da sehe ich schon Büssings oder Büssinge, die alten Busse. Gut, machen wir den auch noch. Alle ausmustern. Und Depot suchen. Bad Buchau. Ah, hier das Depot zu finden. Da unten ist eins. Ja, man sollte auch das Richtige anklicken. Wollen dann die Linie auch noch umbenennen. Bad Buchau zu bis Bahnhof. So, kaufen. Bad Buchau zu bis Bahnhof. Zuweisen, starten, Pause rausnehmen. Geschwindigkeit rauf, kaufen, zuweisen, starten, kaufen, zuweisen, starten. Kaufen, zuweisen, starten, kaufen, zuweisen und starten. Um hier die Kapazitäten hier mal, die Passagiere da mal abzugreifen. Starten. Okay, sieht doch schon besser aus. Einen nehmen wir noch rein. So, und dann können wir uns schon mal. Ah, da fliegt die Pleuelstange weg. Moment, Moment, Moment. Neues Schienenfahrzeug. Ah, guck mal hier, eine Elektrolok. Das gucken wir uns an. Oh, und hier steckt ein Zug fest. Die steckt fest. Oh, was? So, wir haben jetzt hier. Moment, gucken wir uns den mal an. Güterzughopfenstendal. Güterzughopfenstendal. Der Zug steckt nicht fest, sondern er ist schon hinter dem Signal. Die warten auf 100% Beladung und, ah, ja gut, das sind jetzt hier die Personenzüge. Und die warten auf Hopfen. Ja, das haut natürlich nicht hin, dann machen wir noch ein Gleis hin. Da nichts dran vorbei, da muss noch ein Gleis hin. So, und Pause raus, und dann müsste das passen. Macht's auch. Okay. Bisschen Gas geben, und dann wird sich das hier auch so langsam auflösen. Hat's getan. Sehr gut. Okay. Gut, jetzt haben wir noch eine ganze Reihe an Buslinien. Ich denke mal. Oh, hier, das sieht nicht gut aus. Ich kümmere mich jetzt noch um diese Linie und werde das Ganze dann offline machen, glaube ich. Also nicht offline, sondern offscreen. So, damit ihr das Ganze nicht mit angucken müsst, denn ich denke mal, das wird euch doch garantiert langweilig werden. Salzwedel war das gerade. Zuweisen, starten. Die war es gewesen, genau. Und wir machen in der Zwischenzeit einfach mal was anderes. Wir gucken uns zum Beispiel die neue Lok an. Und ich denke mal, ich werde dann bis zum nächsten Mal oder übernächsten Mal die Buslinien erneuert haben. So, hier ist sie nicht bei, weil wir hier keine Elektrifizierung haben. Dann müssen wir mal zu einem elektrifizierten Gleis mit Depot. Finden wir auf jeden Fall hier vorne bei Malchow. So, da haben wir die Lok hier 90 km/h und eine Leistung von 1900 Kilowatt. Die hat mehr Leistung und mehr Geschwindigkeit, also fällt die raus, interessiert uns nicht. Die auch nicht, also hat sich Elektrotraktion da schon erledigt. Ja. So, bei Malchow sehen wir, dass der Ort ganz schön wächst. Nicht schlecht. Wer hätte das gedacht? Und wie geht's unserem neuen Ort? Wo haben wir den? Ja, die ganz hier oben war der.
Ach, der Ruck. Boah, guck mal hier, da oben, der wächst ja auch schon. Gut, ich habe ja auch ein bisschen nachgeholfen mit dem Bau der Straßen. Gucken wir doch mal auf die Bevölkerung. Die ist hier von 373, 357 auf 623. Hat sich fast verdoppelt. Innerhalb von 2 Jahren. Nicht schlecht. Und hier fahren ja auch ordentlich Züge hin. Da kommt wieder ein solcher Zug. Macht auch ganz gut Gewinn. 113.000 schon in diesem Jahr. Sehr gut. Und wir könnten uns jetzt schon die nächste Stadt kaufen. Den nächsten Ort könnten wir gründen. Ja, soll das machen? Ich glaube nicht. Wird sich sicherlich nicht lohnen. 50 Passagiere, 22.000 gewinnen. 50 Passagiere. Mal Gröningen, Achterhuck. Fahren wir da vielleicht nochmal hin? Setzen wir noch einen Bus ein? Könnte sein. Ortsmitte? Ja. Machen wir das doch. Mal Gröningen, Achterhuck. Wo ist denn mal Gröningen? Da unten ist mal Gröningen. Ein Fahrzeug kaufen. Bus, mal Gröningen, Achterhuck. Über Kölle da, zuweisen und starten, Geschwindigkeit draufsetzen. Noch einen Bus auf die gleiche Linie zuweisen und dann starten wir den auch. So. Sehr schön. So, dann schauen wir nochmal auf die Industrieliste. Da vorne sehe ich gerade ein Kraftwerk. Ist das neu? Das muss neu sein. Das muss entstanden sein, denn ja, das habe ich noch nicht gesehen. So ganz abseits hier hinten. Das muss neu sein. Wer bringt denn? Oh, guckt mal an hier. Der hat sogar ganz viele Lieferanten hier. Da bietet sich doch an, dass man da mal eine Linie hinbaut. 800 Einheiten, 88 Einheiten pro Monat an Strom, braucht 1294 Kohle. Und der produziert 428, nee, 401 pro Monat. Das machen wir. Da bauen wir gleich mal eine neue Linie. Erstmal so das Stück gerade runter, dann hier das Stück gerade. Ich scroll mal ein bisschen raus. Okay. Kurven sind ja nicht so optimal. Legen wir erstmal einmal so und dann machen wir hier mal ein bisschen Geländebegradigung. Ja, geht das so? Ja, nicht wirklich. Und so muss das dann. Ist nicht schön. Ist wirklich nicht schön. Na gut. Also mach's nochmal ab. Wir sparen uns dann nochmal eine Kurve. Indem wir es von da aus gerade hier durchbauen. Da kommt dann das Depot hin. Denn wir haben hier keine Bahnverbindung in der Nähe. Depot also dahin. Güter, Bahnsteig dahin. 1, 2, 3, 4, 5 dahin. Ja, da habe ich 6, aber das ist egal. Oh, machen wir vielleicht auch 6 hier, so. Okay, und dann gucken wir mal, ist hier noch, ja, da haben wir noch was in der Nähe. Ich denke mal, das können wir dann auch anfahren. Haben wir vielleicht noch was Näheres hier? Gerade nicht, aber eigentlich habe ich eingestellt, dass alle neuen Gebäude, also sowas hier wie die Betriebe hier, dass die angezeigt werden. Ist wohl nicht passiert. So, wir gehen auf jeden Fall hier mal rein, kaufen uns eine Lok. Dürfte die hier sein. Mit dem entsprechenden Tender, der ist schon dabei. Und schütt gut, dass das hier.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, mache ich. Ah, gut, so viel ging nicht. Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Ach, der geht ja nur 45. Ja, gut. Neue Linie. Hier nach da. Die Linie heißt GZ Kohle Killing Husen. Zuweisen und starten. Und wir errichten hier, Moment, gucken, dass wir auf der richtigen Seite bauen. Hier dann, na, wie ist es gleich? Das Umspannwerk, genau. Also, jetzt muss ich natürlich noch einstellen. Moment. Bei der Linie, dass die voll beladen. Linie ändern. Voll beladen. Bier, Unkel, Korntal, Markt. Da ist kein, hä? Was ist mit dem hier? Der fährt nicht. Wartet auf Beladung. Achso, okay. Gut, gehen wir wieder zurück nach Killinghusen. Gucken wir uns das mal an. Der hat hier schon ein bisschen was an Schüttgut. Sehr gut. So, und dann bauen wir noch die Leitung runter. Gucken wir uns mal die Betriebe an, die hier in der Nähe sind. Einmal können wir ja die Mine beliefern, das ist ja gar nicht mal schlecht. Und da ist noch eine Mine. Und hier unten ist ein Getreidehof. Und eine Tankstelle. So, dann gucken wir mal. In Seehausen war doch die Tankstelle, oder? Wo war die Tankstelle? Noch mehr reingehen in die Karte. Stendal. Wo war die Tankstelle? Ah, da ist die Tankstelle. Die hat schon Strom. Der Getreidehof hat auch schon Strom. Ja, dann beliefern wir von Kellinghusen aus die Mine. Das ist auf jeden Fall mal ein sinnvolles Ziel. Die Mine mit Strom beliefern, damit sie mehr Kohle erzeugen kann, um mehr Strom zu erzeugen. Das ist doch sinnvoll. So, dann hier rum. Und so rum. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was in die Leitung einspeisen können. Ah, hier haben wir keine weitere Leitung. Keine Stromleitung, an die wir ran können. Na gut, dann bauen wir mal, ja, gucken wir mal, wie das hier mit dem Strom läuft. Oh, da oben kommt schon Dampf oben raus, immer wenn die produzieren. Gut, sehen Sie Qualm. Kohlequalm. Ganz böser. So, mich nervt natürlich hier die Geschwindigkeit. Das ist ja unglaublich langsam. Liegt natürlich an den Waggons. Die Lok, die fährt zwar Gewinn ein, aber die Bahnhöfe sind überfüllt. Ja, das ist auch nicht schön. Gut, naja, die fährt jetzt erstmal, die lassen wir jetzt mal so fahren. Wobei, die fährt, die geht so oft leer. Könnte man vielleicht auch einen zweiten Zug fahren lassen auf diesem kurzen Stück. Ja. Könnte man. Machen wir nicht. Wir lassen es erstmal so laufen. Gucken erstmal, wie viel Kohle sich hier anhäuft und handeln dann. Vielleicht kommt ja bald ein neuer Waggon, den man dann einsetzen könnte. Wir haben hier sicherlich Leute, die hier arbeiten. Wow, ganz schön viele. Mal Gröningen und Kellinghusen. Und hier Kellinghusen. Dann bauen wir da noch eine Straße. Moment, wir machen das so.
Und das geht nicht, schade. Da müssen wir hier ein bisschen was absenken. So, fahren wir hier entlang. Und bauen einen Straßentunnelwerf ein. Aber geht leider nicht. Muss hier am Hang liegen und das habe ich ja noch nicht hingekriegt. So, hier die Brücke drüber. Und das geht hier halt auch nicht. Da noch abreißen. Dann hier rüber. So, und dann so und so und so. Und daraus kommt hier runter. Ja, und dann so. Und von da aus hierhin. Und die Straße da weg. Und dafür eine. Tja. Dahin. So. Dann mal hier eine Haltestelle und da eine Haltestelle. Das war jetzt ein bisschen sinnlos, dass da hinten eine extra Haltestelle hinkommt. Also mit einem extra Namen. Ziehen wir das Ganze nochmal ein Feld weiter. Ich hoffe, dass das dann gleichen Namen bekommt. Ah, gut, egal. Neues Fahrzeug kaufen. Und wir fahren bis Kellinghusen. Ist hier ein Depot? Da ist ein Depot. Neue Linie. Die fährt von Mark Gröning, wäre natürlich nicht schlecht, weil wir Mark Gröning so viele Leute haben. Dann müssen wir hier vom S-Bahnhof aus, von da, hier rüber, nach Ziegeleiweg, Ortsmitte, Emfeld, dahin, dahin, Rückfahrkarte schließen, Bus Mark Gröningen, Kellinghusen, Kraftwerk. Zuweisen, starten und dann gucken wir mal, wie viele Leute dann mitfahren mit der Linie. Die Geschwindigkeit kann hier rausnehmen, denke ich mal. Müssen wir uns erstmal die Linie angucken. Buslinie. Mark Gröningen, Kellinghusen, Kraftwerk. So, schauen wir mal. Ja, das sieht schon gut aus. Oder? Sieht das gut aus? Nee, das heißt, es ist erstmal nur, dass da Leute an der Haltestelle stehen, nicht, dass sie mit dem Bus mitfahren wollen. Aber wir werden dann trotzdem noch einen zweiten Bus einsetzen. Allein schon für einen vernünftigen Takt. Kellinghusen-Kraftwerk zuweisen und starten. So, und jetzt können wir mal mit der Geschwindigkeit raufgehen. Und da sehen wir schon, die fahren mit Gewinn und die werden auch genutzt. Sehr gut. Dann war's das soweit. Ich denke mal, wir könnten sogar eher noch einen dritten Bus da einsetzen. So. Gut, haben wir das? Hat sich eventuell noch was getan hier auf der Karte? Haben wir da noch mehr Betriebe, die sich hier entwickelt haben? Wir haben hier eine Kohlemine. Eine Kohlemine haben wir ja jetzt wirklich mehr als ausreichend. Zwar offenbar schon angebunden. Der Ort ist angebunden, angebunden, angebunden. Die ganzen Minen natürlich nicht angebunden, weil wir so viele Minen gar nicht brauchen. Aber ansonsten gibt es hier keinen Betrieb, den wir nicht angeschlossen haben. Ah, hier unten noch was. Das will jetzt nicht aufploppen. Das ist eine Schaffarm, eine Schafscheune. Produzieren Wolle und Vieh. Die Wolle, die braucht ja der Kleidungsbetrieb hier hinten. Da war das doch, ne? Aber die haben genug von allem. Ja, die haben von allem genug.
Da brauchen die nichts weiter. Und vor allem aus der weiten Ferne sowieso nicht. Das bringt's nicht. Was wir noch optimieren können, was mir auch gerade beim Spielstart aufgefallen war, das ist, Moment, hier gewesen, billig lang. Hier, dieses Stück hier, das möchte ich dann doch nochmal ändern. Ich hatte immer mal die Idee mit den kreuzungsfreien Verbindungen hier, aber das bringt es nicht wirklich. Seht ihr, das ist schon ein bisschen, hey, was macht der da? Fährt im Gegenverkehr. Okay. Dann machen wir mal kurz Pause hier, abbrechen. Und reisen alles ab. Bis da. Und machen das so. Neu. Und das reißen wir auch ab. Und Oberleitung, frühe Version. Kommt dahin. So, dann kommt hier natürlich noch ein Signal hin. So. Damit sowas hier in Zukunft nicht mehr passiert. Okay, dann dürfte das soweit passen. Denke ich mal. Ja. Müsste eigentlich. So, das da vorne ist das Stück nach Willig. Das ist das nach, ja, ganz woanders hin. Und hier die Verbindung funktioniert, wie man sieht. Super. Dann machen wir auch das hier zu. Wir schauen uns, was können wir noch optimieren? Haben wir hier noch Zuglinien, die zu optimieren sind? Die stehen alle und warten auf volle Beladung. Hopfen. Naja, wir haben leider nur einmal Hopfen. Ah, gehen wir nochmal hin. Vielleicht haben wir jetzt auch so viele Züge, die Hopfen holen wollen. 1044 stellen die her. Wir haben vermutlich einfach zu viel Hopfen. Zu wenig Hopfen. Nicht zu viel. Die Brauerei hier hinten. Wo war die denn gleich? Die war bei Onkel. Hier hinten war sie. Da. Die haben zu wenig Hopfen. Ne, die haben genug Hopfen. 287 von 87 Tonnen. Die nehmen gar keinen Hopfen mehr an. Gerste brauchen die noch. Gerste kommt vom Getreidehof. Und der Getreidehof, der war doch, war denn der? Der war auch ganz hier hinten, oder? Der war bei Stendal, da. Ist das der Getreidezug? Ja. Warum haben wir da eigentlich nur diesen einen? Oder haben wir da nur diesen einen? Gucken wir mal. GZ Getreide, da fahren zwei. Dann nehmen wir noch einen von denen. Den hier. Und geben dem einen anderen Fahrplan. Getreide. Ja. Also bitte mal Getreide fahren. So, auf der Karte haben wir dann aber keine weiteren Betriebe, die hier Getreide produzieren, glaube ich. Moment, wir müssen mal eben gucken. Klosterbrauerei da. Na, wo ist denn hier ihre? Na, die zeigen nur den Abnehmer, das ist der Markt. Schade. Also, ob wir jetzt einen weiteren Getreidehof haben, sehen wir gerade nicht. Da unten ist die Schafscheune. Und alles andere sind hier auch nur Weinberge. Ne, okay. Schade. Na, was war das? Das war eine Schafscheune. Das war eine Schafscheune. Und das war auch eine Schafscheune. Und süddeutsche Textilfabrik. Na gut. Da haben wir nur die eine. Da brauchen wir dann wohl mehr Güterzüge, die da Getreide abfahren. Ja, Getreide haben wir auch genug. Dann gucken wir mal, wo war gleich Onkel mit dem. So, wie viel haben die hier? 1, 2, 3, 4. Dann verlängern wir das Ganze hier mal und wir setzen da längere Züge drauf. So.
Na, machen wir das mal so und so. So. Und jo, das passt. Natürlich brauchen wir hier dann noch die Bahnsteige dafür. Nehmen wir mal die anderen, die waren doch schöner. So. Und wir setzen auf diese Linie eben neue Züge. Möglichst da oben bei Stendal hier. Da ist das Depot. Dann nehmen wir dann, gucken wir auf die Waggons. Ja, landwirtschaftliche Güter, da haben wir nur die von 90. 90, Moment. Ja, nur erstmal die Lok. 1, 2, 3. Wir haben eine maximale Länge von 6. So. Linie zuweisen. Getreidestendal Geithain. Nein, Getreidestendal Unkel müsste es doch sein. Oder ist das Geithain? Linie ändern. Geithain Bahnhof, Moment mal. Geithain Bahnhof? Unkel hat ist doch nicht Geithain Bahnhof. Moment mal. Was ist das für eine Linie? Getreidestendal Geithain. Was sind das für Züge? Wohin fahren die? Geithain ist da. Ich muss ihn mal aufmachen. Linie ändern. Geithain Bahnhof. Warum bringt ihr denn Getreide zum Bahnhof in Geithain? Was wartet ihr? Passagiere. Ach, da oben bringen sie das hin. Weizen. Ja, okay. Gut, da habe ich die falsche Linie erwischt. Nicht Getreide, sondern Gerste muss das sein. Gerste. Hopfen? Nee. Getreide? Moment. Bier, Unkel? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so. Moment, wir gehen mal zu der Brauerei. Die kriegt kein Bier. Das hier ist einer der Züge, die Getreide, Stendal, Geithain. Ich verstehe das nicht. Fahrplan, Stendal Nordwestbahnhof, Geithain Bahnhof. Was habe ich denn mit der Linie gemacht? Getreide. Also es gibt diese eine Linie, die auf jeden Fall hier hinten was hinbringen muss, das ist klar. Die brauchen Weizen. So, dann habe ich vielleicht die Linie einfach gelöscht. Stendal Geithain. Bier, Unkel Konter im Markt. Hopfen Stendal. Machen wir eine neue Linie. Neue Linie. Von Stendal. Getreidehof. Zu Unkel. Was war denn das jetzt? So, jetzt sind wir da unten. Mal Unkel, da ist Unkel. Dahin. Da oben vollladen. Linie. GZ. Gerste. Stendal. Unkel. So. Nochmal nach Stendal. Es könnte sein, dass deswegen hier die Linie schon Ewigkeiten nicht mehr lief. Gerste, Stendal, Unkel, zuweisen, starten. Und dann gehen wir mal auf die andere Linie, die wir gerade hatten. Getreide, Stendal, Geithain. Ja. Können wir die mal nehmen hier. Ich denke mal nicht, dass wir hier so viel Getreide in Geithain brauchen. Eben hier Geithain suchen. Da ist Geithain. Wie viel haben wir hier?
Ja, wobei, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Da kann man wohl doch Getreide gebrauchen. Aber dennoch brauchen wir Gerste in Unkel. Geschwindigkeit rauf, Loks, die kaufen mit Waggons. Gerste Stendal Unkel, zuweisen, starten. So, dann gehen wir mit der Geschwindigkeit mal runter und gucken uns mal unten Unkel an. Und dann sind wir auch schon, wow, wir sind deutlich über der Zeit. Was ist denn da der Zug? Kommt der noch? Kommt der Getreidezug noch? Der Gerstezug, meine ich doch. Ja, ist ein Getreide. Sehe ich jetzt erstmal nicht. Der müsste aber bald kommen. Was ist der? Gerste Stendal Unkel. Da kommt er und gibt's auch bald wieder Bier. Und der macht zumindest 11.000 minus 12.000. Dann macht er nochmal 11.000 minus. Ah. Ich glaube nicht, dass das Gewinn macht. Eventuell einen längeren Zug. Kommt der nächste? Wie viel macht der minus? Ja, wahrscheinlich das gleiche. Aber immerhin können wir jetzt Bier produzieren. Und der kann schon mal abfahren. Ah, jetzt macht er minus. Okay, dann machen wir doch leicht plus mit dem. Ja, na klar, muss ja. 11.000 minus, 12.000 plus. Das heißt, er kann nochmal für 11.000 zurückfahren, macht dann nochmal 11.000 minus, dann haben wir, minus 10.000, sprich, durch den Verkauf machen wir da insgesamt plus. Schienenfahrzeugüterzug, BR84 ist nun verfügbar. Gucken wir uns die noch an und dann machen wir eine Pause. BR85 oder 84, ich brauche ein Depot. Das war auf jeden Fall hier hinten bei Stendal. Loks. PR. Moment, wo ist der Name? Da ist der Name. 78, 78, 01, 84. Die haben wir jetzt bekommen. Die fährt 80. Naja. Ich glaube nicht, dass wir die gebrauchen können. Nee, die brauchen wir nicht. Was wir machen und was wir brauchen, ist eine Pause. Die machen wir jetzt. Und wir gucken in die Finanzen rein. Das sieht sehr gut aus hier. Betriebsgewinn, so. Und ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und dann machen wir jetzt an der Stelle die Pause. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!